So, ein herzliches Hallo und willkommen zurück zu Splatoon. Und wir sind immer noch hier in Inkopolis oder wie auch immer, Inkopolis. Das da oben müsste Mission 8 sein, das stand schätze ich 9, dann wird Mission 7 da hinten das Ding sein. Ich versuche einfach mal, mich in meiner Tintenfischform ein wenig schneller dahin zu bewegen. Und Mission 7, Streichbürstenstreiche. Legen wir allerdings erst gleich los, denn wie gesagt, ich möchte Feuergeschwindigkeit wäre natürlich auch was. Aber ich werde zuerst mal den Tintentank erhöhen. Das ist nämlich tatsächlich eventuell sogar mit das Wichtigste, was wir hier haben an Ausrüstung. Und starten dann die 7. Mission. Bisher hat es mit den Schriftrollen auch ganz gut funktioniert. Außer Mission 5, da habe ich tatsächlich nachsuchen müssen. Ansonsten habe ich die bisher eigentlich immer relativ einfach gefunden. Und das Ding hier ist fies, das macht nämlich unsere Tinte wieder weg. Das ist wohl eine Streichbürste dann. Das ist ja fies. Aber gut, ist auch nicht so wichtig. Wir können einfach an den Streichbürsten vorbei, das ist gar kein Problem. Bin gerade am Überlegen, wie man mit den Streichbürsten hier eine Schriftrolle versteckt. Aber noch fällt mir nichts ein, deswegen bleibe ich einfach mal aufmerksam und ich denke, ich habe die Schriftrolle bereits gefunden. Geradeaus vor uns. Ist halt dann nur die Frage, wie wir da hinkommen. Eventuell mal gucken, bis... Na, da hinten komme ich nicht hin. Naja, gut. Müssen wir einfach ein bisschen aufmerksam bleiben, damit wir wissen, wann wir da hinten angekommen sind. Machen uns den Checkpoint und möchten wir mal anmerken, dass wir hier scheinbar weiter in den Untergrund wandern. Es sieht nämlich hier nicht mehr so nach Licht aus hier oben und es sieht generell ziemlich bunt hier gerade aus. Hat ein bisschen was von, Vergnügungspark. Feinde! Hallo! Hat der sich in der Tinte versteckt? Unfassbar! So weit funktioniert das schon mal ganz gut und es sieht so aus, als würden wir jetzt vielleicht sogar zu dem Gebiet kommen, wo sich die Schriftrolle versteckt. Was ist dein Lieblingsessen Nummer 3? Ich mag ja Lapskaus. Lapskaus. Was ist Lapskaus? Klingt nach einem Fisch. Achte gut auf die Bewegung der Streichbürsten. Okay. Alles klar. Ich weiß schon mal, wie ich da runterkomme. Das ist jetzt nur die Frage, wo genau ich da runterkommen muss. Da unten vermute ich die Schriftrolle. Okay. Ich glaube, ich weiß, was ich zu tun habe. Da unten ist auf jeden Fall die Schriftrolle. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das heißt, wir klecksen hier einfach mal die Dinger hier ein bisschen ein und springen da drauf und lassen uns dann fast verpasst, lassen uns da runterbringen. Und dann geht's wieder hier hoch und weiter. So, perfekt. Funktioniert doch bisher schon mal ganz gut. Dann spritze ich hier einfach mal die ganzen Bürsten ein. Wobei ich hier wahrscheinlich auch schnell genug so rumkommen würde. Ja, wenn ich das hier so einspritze und dann kann ich auch einfach die Wand hoch. Muss ich nicht über die Bürsten, das ist nicht nötig. Stattdessen schnappe ich mir hier den Checkpoint und ja, springe einfach mal runter. Vergesse die Kiste hier nicht, ansonsten muss ich mich um die Wand hier nicht weiter kümmern. Jetzt haben wir hier
Hier, jetzt zeigen uns die Gegner, wie man sich auf den, dass man sich auch auf den Wüsten hier fortbewegen kann, quasi. Ist die Frage, ob da unten auch noch ein Geheimnis ist. Ich wage es einfach mal drauf zu springen, allerdings sieht es nicht so aus, als wäre da irgendwas außer der Ballon. Aber hey, Energiekugeln, Powerkugeln sind durchaus auch praktisch, sollte man nicht unterschätzen. Immerhin können wir uns damit verbessern. Uns das Spiel damit auch erleichtern. So, hier müssen wir wohl runter. Und schießen uns direkt wieder hoch und haben da vorne den Elektrowels schon. Sehr schön. Da ist einer mit Schild. Mit Schild ist aber auch... Na! Mit Schild ist aber auch fiesig wieder weg. Lass mich hier weg. Mit Schild ist ja feige. Da ist eine Kiste. Sieht aber so aus, als wenn ich hier... trotzdem noch ein Schild hätte. Ich habe den Helm nämlich immer noch auf. Und ich bewege mich hier dann einfach mal auf dem Ding hier weiter vor, weil was soll ich mir da Mühe geben, wenn ich auch einfach so vor kann und mir den Elektrowels schnappe und damit die ersten 7 Missionen inklusive Schriftrolle erledigt habe. Puh, so kann es weitergehen, das gefällt mir soweit. Immerhin, wir haben jetzt, ich schätze mal, ein Viertel vom Spiel. Ungefähr. Die beim Revierkampf verspritzte Tinte verschwindet ganz umweltverträglich nach einiger Zeit von selbst. Ja? Braucht sich also kein Umweltschützer Gedanken zu machen. Sieht auch so aus, als hätten wir hier die verschiedenen Farbkombinationen, die in einem Spiel, die in einem Online-Spiel möglich sind. Sind mehr als ich dachte. Das sind 1, 2, 3, 11. Nicht schlecht, bei diesen 11 Farbkombinationen wird auch für Rot-Blau-Schwache oder Rot-Grün-Schwache oder Farbenblinde eventuell auch eine Schwäche, eine Farbkombination dabei sein, die man gut auseinanderhalten kann, und mehr braucht man ja nicht. Wobei, bei Farbenblind bin ich mir nicht ganz sicher. Ich weiß nämlich nicht, wie gut Farbenblinde Farben tatsächlich unterscheiden können. Ich schätze mal, das geht dann durch die Graustufen, Dunkelheit, keine Ahnung. Habe ich mich nie mit auseinandergesetzt, ist jetzt aber für den Moment auch egal. Ich bin nicht getroffen, ich hoffe einfach mal, dass ihr auch nicht betroffen seid. Wäre zumindest sehr zu wünschen. Ich wünsche Farbenblindheit, wünsche ich keinem, auch wenn ich denke, dass man da relativ gut durchs Leben kommt mit. Ist auch egal, ich rede mich hier im Kopf und Kragen. Wir sehen uns im nächsten Part, wenn es weitergeht mit Mission 8 bei Splatoon.